Hi und herzlich willkommen zu Planet Coaster. Schön, dass du hier bist. Hier ist Johnnymo. Und willkommen ins Buschbay. Ja, ihr seht gerade, ich bin hier so ein bisschen rumschlendern in einer Ego-Perspektive. Ich laufe gerade so ein bisschen durch Buschbay und bin ein bisschen nachdenklich. Warum bin ich nachdenklich? Nicht, weil ich traurig bin, nee, ganz im Gegenteil. Nicht, weil ich nichts zu tun habe. Nö, ich genieße gerade erstmal hier so ein bisschen meinen Park und habe mir so ein paar Gedanken einfach gemacht über zum Beispiel meinen Kanal, über ja, die Zukunft meiner Let's Plays und so weiter. Keine Sorge, das ist kein Video, oh mein Gott, ist er tot, wird er aufhören? Nee, nee, keine Sorge, sowas ist das nicht. Das ist eher so eine, ja, ich würde mal sagen, so eine Einsicht in was man mag und was man nicht mag und wie man den Content, sage ich jetzt mal, präsentiert. Das hört sich jetzt erstmal ganz schön deep an, ist es aber eigentlich nicht. In den letzten Wochen habe ich ganz, ganz oft live gestreamt auf Twitch. Warum habe ich das gemacht? Einfach nur, um das mal auszuprobieren, ob mir das Spaß macht, ob wir da was reißen können, sage ich jetzt mal. In Planet Coaster, ob ich mich da überhaupt konzentrieren kann, was zu machen und wie es auch mit anderen Games da aussieht, ne? Ob ich das genauso gut hinkriege, ob das mir Spaß macht. Und dann habe ich echt festgestellt, dass Livestreaming mit euch, mit den Leuten, die jetzt gerade da waren, das sind so, ich sage jetzt mal die Hardcore-Zuschauer, die so ein bisschen da wirklich jeden Stream verfolgt haben, also vielen Dank nochmal an euch, die, ich sag mal, durch das Leiden quasi auch durchgegangen sind, weil wir sehr viele Streams gehabt haben, die mehr oder weniger nicht gelaufen haben, beziehungsweise schlecht gelaufen haben, weil ich einfach ein bisschen mich mit der Aufnahmetechnik auseinandersetzen musste. Und es da natürlich dann auch zu Bugs kam, zu irgendwelchen Framerate-Einbrüchen oder sonst was. Das sind alles so Sachen, die ich ja natürlich erstmal getestet habe, bevor ich überhaupt was Größeres dazu ankündige. Ich habe den Tag- und Nachtwechsel hier übrigens eingestellt. Das heißt, es wird jetzt langsam dunkel und gleich wird es wieder hell. Ja, wohin soll das alles führen? Was will ich euch hiermit mitteilen? Im Prinzip habe ich mir überlegt, dass wir aus dieser Livestream-Geschichte nicht nur so einmalige Events machen, sondern echt was Wöchentliches, weil das mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und im Livestream habe ich da auch mitbekommen, dass es echt Interesse daran gab. Das ist ja momentan echt so eine Sache, dass viele YouTuber anfangen, auf Twitch zu streamen. Einmal viele große wahrscheinlich, denke ich mal, machen das natürlich auch aus Geldgründen, weil YouTube so ein bisschen da was gekürzt hat bei manchen. Aber das ist natürlich für mich als kleiner Channel überhaupt kein Beweggrund. Ich muss da mal ganz kurz ein bisschen ausholen, weil das sonst vielleicht gar keinen Sinn macht, warum ich das tue. Ich habe damals, bevor ich mit YouTube angefangen habe, habe ich auf Twitch gestreamt. Und zwar, damals hieß es noch JustinTV. Und ich glaube, das wurde irgendwie umbenannt oder aufgekauft von Twitch. Das weiß ich jetzt auch nicht genau. Jedenfalls war da meine Leitung noch mega schlecht. Und ich habe Twitch sehr, sehr, sehr gerne gehabt. Ich bin ein sehr, sehr großer Twitch-Nerd. Und das ist so eine Sache, die ich einfach nicht rauskriege. Und als ich meinen Kanal hier gestartet habe, hatte ich immer noch diese miserable Leitung. Die Telekom hat zum Glück jetzt mittlerweile so ein bisschen den Arsch hochgekriegt und hat mir eine bessere Leitung geschafft. Das ist echt toll und ermöglicht mir auch jetzt mal auf Twitch so zu streamen. Und das in einer vernünftigen Qualität, weil vorher konnte ich, wie gesagt, in, weiß ich nicht, 360p oder so streamen, also was Furchtbares. Das möchte man nicht mal auf dem Handy sehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, jetzt habe ich die Chance, was auf Twitch zu machen. Die Plattform, die ich sehr, sehr gern habe. Ich sage immer auch sehr oft sehr, sehr, ne, momentan in den Videos. Das ist auch so eine Sache, die ich wahrscheinlich oft in den Videos mache. Aber im Twitch-Stream ist das schon wieder was ganz anderes auch. Ja, warum mache ich den Schritt? Warum sage ich, ach komm, machst du doch mal mehr was auf Twitch? Warum streamst du jetzt wöchentlich und warum machst du nicht stattdessen Videos? Einfach, weil es mir sehr viel Spaß macht, mit euch zusammen gleichzeitig zu reden und was zu zocken. Das ist sehr cool, wenn man auf die Community eingehen kann und dann, ja, zusammen was planen kann. Man kann zusammen auf was reagieren, was passiert ist in einem Game. Jetzt nicht nur Planet Coaster, sondern grundsätzlich Games, die wir zocken. Ich habe momentan so ein bisschen PlayerUnknown's Battleground gezockt und das war echt lustig teilweise. Eine Sache, die ich jetzt vorweg schon ankündigen werde, keine Sorge, wenn du jetzt ein YouTuber bist, also ein YouTube-Zuschauer bist, der wirklich nur YouTube guckt, du wirst dadurch keine Nachteile haben. Ganz im Gegenteil, es wird wahrscheinlich sogar mehr Content kommen, weil es dann im Prinzip ein bisschen mehr Quantität am Start ist als jetzt. Denn ich kann die Streams einfach hochladen und dann hast du einfach davon keinen Nachteil. Du kriegst das natürlich wie immer präsentiert. Auch an dem Speedbuild wird sich nichts ändern. Wenn du den Speedbuild gerne guckst, den wird es immer noch geben. Nur halt, dass das vorher ein Livestream war. Und ja, das haben wir in den letzten Wochen eigentlich auch immer so gehandhabt. Das sind im Prinzip die Livestreams, die ich gemacht habe, habt ihr dann als Speedbuild gesehen. Was sich aber ändern wird, ist, dass ich wirklich jetzt wöchentlich streame und auch ein Streamplan ist, an den ich mich halten kann. Das ist bei YouTube-Videos vielleicht nicht so gang und gäbe, denn
Das ist für mich als Hobby-YouTuber, Hobby-Streamer sehr schwer einzuhalten. Gerade bei den Videos, die ich mache, die dauern teilweise 10-mal so lange zu rendern als ein normales Video. Und gerade die Speedbuilds, wie gesagt, dauern sehr lange. Ich schneide meine Videos viel. Ich möchte euch gute, qualitative Videos bringen und nicht irgendwie Massenabfertigung. Und deswegen mache ich da auch mir ein bisschen Arbeit mit. Das macht mir einfach Spaß. Die ist aber echt schnell, die Achterbahn, ne? Ja, warum mache ich das Ganze? Wie gesagt, es ist für euch die Chance, dass ihr quasi live dabei sein könnt. Wir werden, der Titel sagt es wahrscheinlich schon, eine lange Nacht der Achterbahn machen. Das wird immer ein Tag sein, wo ich nur Planet Coaster streame und wir dann quasi unsere Speedbuilds weitermachen. Trotzdem sehe ich meinen Kanal natürlich auch als Multigaming-Kanal. Das kann man vergleichen mit Gronkh. Ich glaube, Gronkh und ich, wir haben so ein bisschen den gleichen Geschmack an Games. Ich mag verrückte Spiele, ich mag Horrorspiele, ich mag RPGs. Das ist einfach so mein Ding. Und ich mag natürlich solche Crafting-Games. Das sind auch so Sachen, die ich sehr, sehr gerne spiele. Ich mag Spiele, wo ich alleine mal was spiele. Und das sind einfach so Games, die ich euch gerne auch live präsentieren würde. Und deswegen werde ich den Großteil meiner Videos jetzt vorher auf Twitch streamen. Und ihr könnt natürlich dann dabei sein und das Ganze verfolgen. Den Twitch-Kanal, den Link findet ihr in der Beschreibung. Aber bevor ihr jetzt dahin geht, möchte ich noch mal ein paar Sachen loswerden. Ich kann euch gar nicht genug danken, wie viel Support ich in den letzten Wochen, Monaten von euch bekommen habe. Denn das ist einfach sowas von krass. Kann ich meine Rechnungen bezahlen von YouTube? Nein, auf keinen Fall. Aber wir sind schon auf eine Größe gewachsen von 15.000 Abonnenten. Wo man sich manchmal so echt die Gedanken macht, ey, wenn du jetzt noch das Doppelte oder das Dreifache von den Abonnenten hast, was wäre dann? Könntest du das vielleicht als Nebenjob machen oder so? Oder könntest du vielleicht ganz in die Branche einsteigen? Das sind so Gedanken, die man sich dann doch schon mal macht, wenn man einen Kanal bekommt, der vielleicht mal über die 10.000 geht. Das sind auch so Gedanken, die ich mir mache, weil ich mir das eigentlich nie so als Job wirklich vorstellen konnte. Denn ihr seht, das ist eigentlich immer nur so mein Hobby gewesen. Und ich glaube, das merkt man auch, weil die Videos einfach so unregelmäßig kommen, ne? Und ich das gar nicht als Priorität angesehen habe. Das ist momentan ein bisschen im Wandel, sag ich mal. Ich bin schon immer dabei, was abzulohnen, was euch interessieren kann. Und vor allen Dingen, wo ich mir denke, okay, das musst du jetzt bringen. Denn ich möchte 15.000 Leute auch nicht irgendwie hängen lassen. Das ist nicht so mein Stil. Und deswegen muss ich da auch so ein bisschen, sage ich jetzt mal mittlerweile, ja, ein bisschen Ordnung reinbringen. Also in Sachen Content und so, was man bringen kann, wie man möglichst Clickbait vermeiden kann, aber trotzdem ein interessantes Video gestalten kann und möglichst interessante Titel wählen kann. Und das ist momentan mein Hauptziel, sage ich jetzt mal, dass ich euch trotzdem noch interessanten Content bieten kann und trotzdem es nicht an Quantität mangelt. Das ist nämlich so eine Sache, wie gesagt, ich sage das ja echt schon zum hunderttausendsten Mal, dass ein Speedbuild einfach eine Sache ist, die kannst du wirklich nicht täglich bringen, wenn du, oder vielleicht sogar wöchentlich bringen, wenn du ein Hobby-YouTuber bist. Und trotzdem mache ich das, zumindest möglichst einmal die Woche. Und das ist eine Sache, die ich einfach nicht aufhören möchte zu bringen, genauso wie Master Coasters. Die Master Coasters sind interessanterweise noch einfacher zu produzieren natürlich als so ein Speedbuild. Master Coasters mache ich immer so irgendwie in der Bahn oder im Auto. Ja gut, nicht im Auto, aber unterwegs halt. Gucke ich auf Steam im Workshop immer so ein bisschen nach und ich überlege gerade so, was kannst du dir mal vorstellen? Meistens suche ich dann immer Sachen aus, die ich wirklich vorher nie gesehen habe. Also dass das nicht so ein Ding ist, was eh schon in den Top 10 Charts ist beim Steam Upload Dingens dann, beim Steam Workshop. Das sind so Sachen, die ich euch nicht vorstellen möchte. Ich möchte auf jeden Fall irgendwelche Underdogs finden. Der letzte Park, den wir vorgestellt haben, das war ein Underdog, bis er wirklich beliebt wurde. Und ich glaube, ihr habt auch einen kleinen Teil dazu beigetragen, dass dieser Park oft abonniert wurde. Und das ist eine Sache, die ich viel, viel toller finde, so einen Underdog zu supporten, der wirklich tolle Sachen macht, anstatt wieder den Großen noch mehr Views zu geben oder noch mehr Abonnenten, die sie eh bekommen. Wenn ihr das in der Topliste seht und ihr eh Planet Coaster spielt, dann werdet ihr es eh wahrscheinlich einmal abonniert haben, wenn ihr Interesse dran habt. Aber so ein Underdog, der hat es einfach schwer, irgendwie an Klicks und Abonnenten zu kommen auf seinem Workshop. Deswegen mache ich das, ne? Also das ist mir viel wichtiger als das, was in den Top-Charts ist. Heißt das jetzt, dass der ganze YouTube-Content, den ich jetzt mache, nur noch aus Streams besteht? Nein. Das ist genau das, was ich nicht möchte. Meine YouTube-Videos werden, ich sag jetzt mal, ein Hybrid-Content bieten. Macht das Sinn? Ein Hybrid-Antrieb quasi. Ich werde viele Games, die ich eh zocke, livestreamen. Das sind so RPGs wie Mord oder Schatten oder sowas, was halt rauskommt, was mich sehr interessiert. Das sind meistens AAA-Games
oder halt verrückte Indie-Games. Die werde ich live streamen und dann den Livestream uploaden auf YouTube. Das heißt, im Prinzip werdet ihr gar keinen Unterschied merken zwischen Livestream und Let's Play. Das ist auch so eine Sache, das weiß ich noch nicht, wie ich das handhaben werde. Das könnt ihr mir einfach mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr es möchtet. Weil wir eigentlich eine kleine Community sind, trotzdem noch, ne, mit 15.000 sind wir auch immer noch sehr, sehr klein vergleichsweise. Wenn ich mal Gronkh gucke mit 4 Millionen, wenn der nach Vorschlägen fragen würde, dann würde die Comment Section explodieren. Das könnt ihr natürlich auch machen, ihr könnt die Comment Section explodieren lassen und trotzdem, würde ich es noch schaffen, wahrscheinlich alle die Comments durchzulesen. Das heißt also, ich gehe wirklich immer auf eure Vorschläge ein. Gaming-Vorschläge habt ihr auch mir sehr, sehr viele gegeben. Es gibt auch viele Games, die ich wahrscheinlich eher livestreamen werde. Das ist zum Beispiel PlayerUnknown's Battleground oder, wie gesagt, irgendwelche RPGs, irgendwelche Action-Games, irgendwelche Shooter oder sonst was, was man noch sonst so zocken kann. Und wie gesagt, Planet Coaster. Planet Coaster wird dann einmal pro Woche kommen, indem wir uns wirklich darauf fokussieren, einmal wirklich alles krass zu überarbeiten. Also nicht überarbeiten, auch Neues machen natürlich. Und das wird immer ein Abend sein, den wir die lange Nacht der Coasters nennen oder die lange Nacht der Achterbahn. Und ich denke mal, da wird sehr viel Interesse von eurer Seite aus kommen und wie gesagt, selbst wenn es nicht so ist, werde ich trotzdem Livestream, auch wenn nur einer zuguckt, weil es für mich keinen Unterschied macht, ob ich jetzt das Livestreame und dann auf YouTube hochlade oder nicht. Der einzige Unterschied, der existiert, ist, dass ich vielleicht während des Let's Plays, was ihr kennt, ganz normal noch auf Kommentare eingehe, die auf Twitch kamen. Ich überlege auch noch, ob ich die nicht ausblende oder so im Video dann. Und dass man wirklich nur das Game sieht und vielleicht die Facecam. Das ist auch so eine Sache, auf Twitch mache ich gerne Facecam und auf YouTube nicht. Nicht, weil irgendwie irgendein Komplex besteht, nein, weil ich einfach finde, dass einfach bei Planet Coaster eine Facecam zumindest hier unnötig ist und einfach ja die Attraktionen, der Park für sich sprechen und ich zwar eine Facecam einfach reinbringen könnte, aber ich glaube nicht, dass das notwendig ist. Deswegen fasse ich das jetzt nochmal zusammen, falls too much Input kam. Ich werde also jetzt sehr aktiv auf Twitch sein. In den letzten Wochen kam schon sehr viel. Ein paar Leute haben natürlich schon zugeguckt. Das war sehr, sehr cool. Das wird auch weiterhin so sein. Die Termine, wann ich streame, stehen in Twitch drin, also in diesen Panels da unten. Den werde ich auch immer wöchentlich aktualisieren. Es kann mal sein, dass sich nämlich ein Tag verschiebt oder so, wo ich keine Zeit habe. Das wird dann in Twitch angekündigt. Oder auf Twitter. Auf Twitter findet ihr mich auch. Oder ich mache mal kurz ein YouTube-Video dazu. Das kann natürlich auch mal sein, wenn ich mal krank bin oder sowas. Das ist eine Sache. Trotzdem werdet ihr immer noch Videos sehen. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt keine Videos geben wird. Ganz im Gegenteil, es wird sogar noch mehr geben. Die werden dann auch dementsprechend zubereitet sein. Das heißt, die Leute, die im Livestream sind, sind natürlich dann ein bisschen weiter vielleicht. Die wissen dann schon, was wir am Ende rausbekommen. Aber es wird auf YouTube natürlich anders präsentiert, in Form, wie gesagt, eines Speedbuilds zum Beispiel oder eines Let's Plays, das also in gemütlichen 20 bis 30 Minuten Teilen unterteilt ist und ihr dann immer noch eure tägliche Dosis bekommt quasi. Ich bekomme dann meine Dosis am Abend, wo ich immer am aktivsten bin und ich habe dann ein bisschen weniger Stress mit dem Vorbereiten vom Content. Das ist nämlich deutlich einfacher für mich, beides in einem zu fassen. Und vor allen Dingen das Coolste, wie gesagt, ist, was mich eigentlich zum Stream bewegt, ist die Interaktion mit euch. Es macht mir viel, viel mehr Spaß. Ich lese eure Kommentare auf YouTube zwar gerne, aber es macht mir einfach viel, viel mehr Spaß, wenn Leute direkt darauf reagieren oder direkt Vorschläge geben. Das ist auch immer sehr cool. Ich habe bestimmt schon ein oder zwei Vorschläge übernommen, die wir im Livestream besprochen haben und dann habe ich die einfach in den Park eingefügt. Dann nochmal, warum fange ich jetzt an, live zu streamen und nicht vorher? Einfach, weil ich bis Februar... März hatte ich einfach nur, nee, April sogar, glaube ich, hatte ich einfach nur eine katastrophale Internetleitung. Und dann kam natürlich weniger von mir. Und vor allen Dingen Livestream war da einfach nicht möglich. Und jetzt ist das Ganze möglich. Ich kann Videos in ein paar Minuten hochladen und Livestream ist auch kein Problem in 1080p. Und das sind so Sachen, die ich jetzt endlich realisieren kann, was ich schon seit, wie gesagt, bestimmt 5, 6, 7 Jahren machen wollte, Livestream. Und es damals nie geklappt hat, weil ich einfach die Qualität nicht bringen konnte. Kann ich endlich machen. Das war immer so ein kleiner Traum von mir, weil das einfach eine spaßige Angelegenheit ist. Wenn du jetzt ein YouTube-Zuschauer bist und denkst, ja, mit Livestream kann ich nicht anfangen, weil das, weil ich da keine Zeit habe oder ich habe keinen Bock oder keine Zeit, einfach 10 Stunden durchzuhängen, dann mach das gar nichts. Du kannst dir genauso gut die Videos auf Twitch nochmal angucken. Das Ganze wird dann irgendwie, ich weiß nicht, ein paar Stunden oder sogar Minuten vielleicht, das weiß ich jetzt nicht, auf Twitch direkt gespeichert.
Und natürlich, du kriegst das dann nochmal von mir separat auf YouTube. Das heißt, du wirst nicht von mir jetzt gezwungen, entweder Twitch oder stirb, sondern du kriegst das einfach in einer anderen Form serviert, sag ich jetzt mal. Deswegen, ich habe auch nie vorgehabt, jetzt irgendwie meinen Channel jetzt nochmal umzukreieren. Das Einzige, was ich mir überlegt habe, kannst du die Sache nicht in Englisch machen. Aber das habe ich dann verworfen, weil einfach, ja, das ist mein Hobby und das sind die Überlegungen, die ich jetzt in der letzten Zeit habe. Einmal ganz kurz nochmal zum Streamplan. Es wird einen Tag geben, wo wir Planet Coaster wirklich einen ganzen Abend lang streamen. Heute Abend zum Beispiel ist so ein Tag und dort werden wir uns dann gemeinsam sehen und dann den ganzen Tag Planet Coaster zocken. Heute kommt auch noch so ein bisschen zum Patch raus, das werden wir gleichzeitig gucken. Und dann werde ich da auch nochmal was zu sagen, was mir daran gefällt und vielleicht was mir nicht daran gefällt. Das ist auch so eine Sache. Und ja, ich bin wie gesagt ein großer Twitch-Fan und ich würde mich freuen. Vielleicht habe ich dich jetzt auch dazu bewegt, dir einen Twitch-Account zu machen. Das würde mich auch sehr freuen, weil die Plattform wirklich sehr, sehr nett ist. Vielleicht hast du schon mal was davon gehört. Twitch ist eher eine kleine Community vergleichsweise mit YouTube. Nichtsdestotrotz eine ziemlich große. Und da geht es wie gesagt nur um Livestreams von Gaming. Wenn du ein Gaming-Fan bist, wirst du auf Twitch glücklich werden. Du wirst sehr, sehr nette Leute kennenlernen. Der Twitch-Chat, der gleichzeitig quasi mit dem Video oder mit dem Stream zusammenläuft, ist wirklich einfach meistens immer sehr freundlich. Es sei denn, es ist eine Massenveranstaltung, dann ist es wirklich sehr, sehr konstruktiv. Yeah, konstruktiver Chat und sehr, sehr, sagen wir mal so, der IQ ist einstellig. Ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn du da mitmachst. Wie gesagt, Stream haben wir jetzt in den letzten Wochen 100 Mal ausprobiert und ich bin mir jetzt mittlerweile ziemlich sicher, dass das jetzt reibungslos ablaufen wird. Klar, es gibt immer Probleme und so, das ist gar keine Frage und wird wahrscheinlich auch direkt am ersten Abend wieder sein. Aber nichtsdestotrotz ist es eine, ich weiß nicht, es ist eine schöne Möglichkeit, einfach mehr oder weniger direkt im Kontakt zu treten, als immer so Minuten oder Stunden versetzt in den Comments. Das Interessante ist, es fällt mir viel einfacher, dann so Fragen zu beantworten, weil ich dann direkt einfach ein paar Gegenfragen stellen kann, die vielleicht noch wichtig für eine Antwort wären. Das wäre zum Beispiel bei so Performance-Sachen so eine Sache. Oder zum Beispiel bei irgendwelchen Fragen zu meinen neuen Plänen hier oder so. Kann ich euch direkt beantworten, muss das dann nicht im nächsten Video aufgreifen. Könnte ich auch machen in den Comments, aber nun ja. Ja, 15.000 Abonnenten, das ist eine Zahl, Leute. 15.000 Abonnenten, das ist eine Zahl. Ich habe vorher nie so ein Special gemacht, 10.000 Abonnenten. Ich glaube, das letzte war irgendwie 1.000 Abonnenten oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Weil ich auch so ein bisschen überwältigt war, was für ein Interesse eigentlich herrscht an Planet Coaster und überhaupt an meinem Channel. Das fand ich schon sehr, sehr cool von euch und ich bedanke mich bei jedem Einzelnen von euch. Wir werden auf jeden Fall in Zukunft bestimmt noch mehr miteinander zu tun haben, wenn du bis jetzt geguckt hast. Denn Planet Coaster ist nicht das einzige Spiel, was ich spiele, auch wenn ich sehr, sehr gerne spiele. Es wird mit Sicherheit noch viel kommen. Und trotzdem möchte ich diesem Spiel auch sehr treu bleiben, denn es ist einer meiner Lieblingsspiele. Das Spiel, das ich gespielt habe, bevor ich hier Johnnymo gestartet habe. Und ja. Und auch nochmal besonderen Dank an die Leute, die mich wirklich in jeder Sache unterstützen, sei es Twitch-Stream, sei es Twitter oder sonst was. Es sind mittlerweile sehr, sehr coole Leute gekommen und ich teilweise euch wirklich namentlich kenne. Das ist echt auch lustig. Viele treue Zuschauer kenne ich namentlich. Und so ein bisschen Backstory oder auch Kommentare kann ich mich auch immer noch daran erinnern. Das ist immer sehr lustig, wenn man jemanden kennenlernt, das ist im Chat, von dem man wirklich gar nichts weiß, außer den Namen. Und dann irgendwann, dann gerade über Twitch haben wir dann teilweise so eine Verbindung miteinander. Das war echt lustig, dass ich manche Leute einfach ja, immer im Chat schreiben sehe, ne? Und dann weißt du, ja klar, er ist wieder da. Ich weiß nicht, Asi Alex zum Beispiel und Numpad. Flashdancer. Ach Gott, ich möchte jetzt nicht alle aufzählen, weil dann vergesse ich bestimmt einen und dann heißt es wieder, ah, du hast mich vergessen. Und das ist ganz, ganz furchtbar. Deswegen, die drei zum Beispiel sind mir jetzt gerade spontan eingefallen. Little Creepy Cat zum Beispiel, die oft am Start sind. Und das freut mich immer mega, Leute. Ja, auch nochmal ein Dank an die YouTuber, die zum Beispiel meinen Park vorgestellt haben. Das fand ich sehr, sehr nett von denen. Zum Beispiel war es Brillibee und Modern Consumer, ein größerer YouTuber. Auch sehr, sehr nett. Und ja, das war manchmal so ein bisschen, ja gut, mein Park ist noch nicht fertig, ne? Aber trotzdem war es sehr, sehr nett. Und natürlich auch ein YouTuber, den ich zum Beispiel kennenlernen konnte, mit dem ich schon mal so gezockt habe, das ist der Herr Schlawingel. Es macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. YouTube ist eine sehr, sehr tolle Community. Auch wenn man es nicht glaubt. Manchmal sieht man ganz furchtbare Kommentare, aber ich denke mal 99% sind echt coole Menschen hier unterwegs. Und wahrscheinlich auch du, der bis jetzt zugeguckt hat, bist ein sehr netter Mensch. Hoffe ich doch. Ich hoffe, du machst jetzt gerade nichts Böses. Bitte lass keine Katzen töten,
keine Hunde opfern, warum fallen mir direkt Tiere ein? Ich weiß es nicht. Ja, das war eine kurze, nachdenkliche Runde ins Wuschbay und ich hoffe, du bleibst treu, denn wir haben echt noch eine Menge hier zu tun. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wann ich hiermit fertig werden soll. Ich habe echt gedacht, ach so, 2 Monate oder so bist du fertig. Ein paar Projekte arten einfach aus und das zu Recht, denke ich mal, das zu Recht. Ich finde, obwohl wir so viel hier schon gemacht haben, ist eigentlich mein Piratenteil, ehrlich gesagt, noch mein Lieblingsteil. Weil ich einfach diese Thematik mag und es sehr, sehr klein, aber fein ist. In Piratengebiet haben wir hier als Plaza 1, 2, 3, 4, 5 Gebäude oder so. Das ist sehr wenig, aber es sind sehr nette Gebäude. Es ist nichts Besonderes. Das waren so nur noch meine Anfänge. Aber ich mag sie einfach. Es sieht einfach schön aus. Guckt euch mal diesen Plaza an zum Beispiel. Ja, also, Johnnymo reitet eigentlich nicht mit der Welle momentan von den YouTubern mit, dass es heißt, hier ab nach Twitch, weil da Geld hängt oder so. Und ich das pflücken möchte, sondern einfach, weil ich schon immer Twitch-Streamer war im Herzen, sage ich jetzt mal. Und YouTube mir eigentlich die einzige Möglichkeit damals gegeben hat, vernünftigen Content zu geben. Den ich dann zwar 5 Jahre lang abgeloadet habe, aber der dann schön war und vernünftig und in einer tollen Qualität. Und nochmal, ich möchte es nochmal betonen, ich möchte keinen in den Stich lassen. Es hat hier nichts damit zu tun, dass ich auf YouTube wegwandere oder so. Es hat einfach nur was dazu tun mit, dass ich das machen möchte, wo ich drauf Lust habe. Und das ist Stream und das werde ich gleichzeitig kombinieren mit unseren Speedbuilds und den anderen Videos, die ich sonst noch mache. Und das kann man wunderbar kombinieren mit Let's Plays. Ach ja, es gibt hier einfach so viel zu tun. Ich freue mich auf jeden Fall, euch dann im Stream zu sehen. Wie gesagt, guckt euch den Link an. Wenn du keinen Twitch-Account hast, macht nichts. Du kannst auch so zugucken ohne Twitch-Account. Du kannst dir einen erstellen, dann kannst du mir followen. Das ist auch natürlich eine Möglichkeit mitzumachen. Und ja, das ist natürlich so eine Sache. Man kann Leuten dort spenden. Man kann, wenn man eine bestimmte Größe erreicht hat, eine Partnerschaft eingehen mit Twitch. Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Man kann mir spenden, aber das ist so eine Sache, das überhaupt nicht notwendig ist. Das habe ich auch schon gesagt. Ich freue mich immer, wenn ich dann eine Spende bekommen habe. Das habe ich auch sehr, sehr zu schätzen gewusst. Aber ich weiß es nicht. Also es ist natürlich eine Möglichkeit, also sagen wir mal ehrlich, es ist eine Möglichkeit, mich als Streamer bzw. YouTuber zu unterstützen. Das ist aber so eine Sache, die ich nicht forcieren möchte. Also es gibt hier bei mir auch nicht sowas wie, werden wir jetzt heute 100 Abonnenten erreichen, dann raste ich aus oder so. Dann gibt es ein Giveaway von irgendeinem schäbigen Key oder so. Das ist einfach eine Sache, die muss von euch kommen. Und ich da eigentlich auf beides eingestellt bin. Also ich bin entweder darauf eingestellt, dass ich Support von euch bekomme, auch finanziellen Support durch ein Abo zum Beispiel auf Twitch oder halt wie gesagt auf YouTube durch ein View. Das ist schon eine Sache, die einen immensen Support gibt, wenn du zum Beispiel vorher eine Werbung guckst oder so. Aber ich bin auch darauf eingestellt, wenn ihr sagt, ach, das ist nichts für mich, dann mache ich es trotzdem weiter. Dann wird sich trotzdem nichts ändern. Vielleicht deutlich weniger wird kommen, weil ich einfach natürlich auch noch nebenbei einen Job habe und das immer noch mein Hobby ist, auch wenn ich jetzt mittlerweile ein klein bisschen Geld verdiene. Es ist noch nichts Nennenswertes. Aber es ist schon mal eine Summe. Ich sage jetzt auch nicht, wie viel. Wo man sich vorstellen kann, oh, wenn du da noch ein bisschen mehr hast, dann könnte man theoretisch sich überlegen, sowas mal nebenjobmäßig zu machen oder vielleicht sogar hauptberuflich. Aber das sind echt so Spekulationen, da habe ich mir überhaupt so noch keine weiteren Gedanken gemacht, weil meine Lebensplanung bis dann noch ein bisschen anders aussah. Es kann sein, dass sowas passiert, das hängt ganz davon ab, das hängt eigentlich ganz davon ab, wie ihr meinen Content findet, wie ihr mich supportet. Und wenn ihr sagt, ach, ist mir scheißegal, dann ist das so, dann ist das so. Das ist ja nichts Schlimmes. Ich mach's ja trotzdem noch gerne. Es ist immer eine Sache der Quantität und Qualität. Wenn man das hauptberuflich macht, kann man natürlich, oder nebenberuflich sogar, dann kann man einfach mehr Energie reinstecken. Und ich stecke einfach in solchen Sachen voll gerne Energie. Bei mir ist es immer noch mit der Uni und so, ist es echt noch eine Frage der Zeit. Ich sag mal so, Lust hätte ich schon drauf. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, mit Gaming mein Leben zu verdienen. Aber momentan, so wie mein Channel wächst und wie YouTube wächst und wie Twitch wächst, kann ich mir vorstellen, dass es passieren könnte. Und wie gesagt, das hängt eigentlich nur von euch Viewern ab, ob ihr meine Sachen mögt. Und natürlich von mir, ob ich guten Content mache oder schlechten Content.
Ob du mich auf Twitch unterstützt, ob du mich auf YouTube unterstützt, das ist vollkommen egal. Irgendwie wächst der Channel aus irgendeinem Grund und wahrscheinlich, weil viele Leute meine Videos gucken und er wächst nicht wenig, sag ich jetzt mal so. Wir haben teilweise Tage, da hatten wir über 1000 Abonnenten an einem Tag. Und manchmal haben wir jetzt momentan, weiß ich nicht, irgendwie 50 oder weiß ich nicht, ein bisschen mehr Abonnenten am Tag. Es kommt immer drauf an. Und das ist eine Sache, die mich sehr, sehr wundert, weil das doch schon eine Hausnummer ist, finde ich. Und wir spielen ein Spiel, was sehr alt ist, sage ich jetzt mal, vergleichsweise in YouTube-Jahren. Meistens sind die Spiele ja schon so nach 2-3 Monaten schon wieder out, sei denn es ist Minecraft oder GTA oder sonst was. Aber meistens haben Spiele eine kurze Lebenszeit und ich spiele das Spiel jetzt seit, ach Gott, was, seit wann existiert der Kanal? 8 Monaten oder so? 6? Ich weiß es jetzt nicht genau. Das wundert mich auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich bin so dankbar über jeden Support von euch, über jedes Comment, das ich lesen kann, dass ich, wie gesagt, so viel Spaß daran habe, dass ich mir einfach mehr vorstellen kann, sag ich mal so. Ja, Leute, das war eine lange, lange Ansprache. Wir sind so ein bisschen durch den Park geschlendert. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß daran, mal so ein bisschen hinter den Kulissen zu gucken, hinter in meinem Gedankengang so ein bisschen reinzugucken, was ich eigentlich vorhabe. Und ich sag's nochmal zum vierten Mal, für dich als YouTube-Zuschauer wird sich so gut wie gar nichts ändern. Außer, dass wahrscheinlich mehr kommen wird. Und trotzdem werden meine Speedbuilds, meine Parktouren und so immer noch die gleiche Qualität beibehalten, weil da wird sich einfach nichts dran ändern. Das mache ich ja immer noch so. Das wird wahrscheinlich sogar mehr kommen. Aber auch andere Spiele werden jetzt dann mehr kommen, ne? Weil ich das schon immer mal machen wollte und ich einfach mit Planet Coaster immer so ein bisschen hängen geblieben bin, weil auch momentan so ein bisschen das Sommerloch ist und man weiß ja gar nicht, was man so wirklich spielen soll, ne? Habt ihr immer auch super Vorschläge gegeben. Da habe ich mir auch schon echt ein oder zwei Spiele rausgesucht. Und ja, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du bis jetzt zugehört hast, dann bedanke ich mich herzlichst bei dir. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream. Hau rein. Bye.